Entschuldigung, Verspätung, haben Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Regionalliga-Heimspiels gegen den FC Kreis begrüßen. 1671 Besucher sahen am heutigen Samstagnachmittag das 2:2 unentschieden. Bevor wir zu den Stimmen der beiden Trainer kommen, noch die Ergebnisse von den anderen Plätzen. Rot-Weiß Essen unterliegt Tabellenschlusslicht FC Hennef 05 1:3. Die U23 von Fortuna Düsseldorf unterliegt der SG Wattenscheid 09 ebenfalls 1:3. Die U23 des 1. FC Köln und die Sportfreunde Siegen können sich torlos 0:0. Sportfreunde Lotte und der SC Verl unentschieden 1:1. Mit dem gleichen Ergebnis trennen sich der SC Wiedenbrück und der SV Rödinghausen. Und die U23 des VfL Bochum unterliegt der U23 des FC Schalke 04 mit 1:2. Bleiben wir jetzt die Trainer der beiden Mannschaften, die heute in der Rotburg aufeinander getroffen sind. Zu meiner linken Gästetrainer Michael Lorenz und zu meiner rechten heute mal hier an der PK teilnehmend unser Trainer Uwe Fecht. Herr Lorenz, ich darf Sie dann zunächst um Ihren Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, guten Tag. Ja, intensives Spiel haben wir gesehen. Ich denke gerade erste Halbzeit. Hat man schon gesehen, was er machen wollte, hat ganz gut geklappt, gerade mit dem 1:0 für unseren Gunsten. Dann insgesamt nicht so die Abstände gehabt und deutliche Probleme. Darf man auch nicht vergessen, Grotenburg, Rasenplatz, Platz ist groß, ich weiß, da will immer keiner hören von den Leuten. Wir sind kleine Kunstrasenplätze gewöhnt, dann merkt man einfach bei so einer Mannschaft, dass er sich erstmal orientieren muss, sortieren muss, hat auch deutliche Probleme bei den Standards. Dadurch auch dann das 2:1, eine tolle Reaktion unserer Mannschaft mit dem 2:2. Dann zweite Halbzeit waren wir deutlich stabiler. Ich denke, dass wir auch, dass man uns angemerkt hat, dass wir trotz des Platzes immer versucht haben, auch dann spielerische Lösungen zu finden. Spielverlagerung haben eigentlich ganz auch nicht geklappt. Haben auch wieder unsere Nadelstiche setzen können, haben dann gute Möglichkeiten mit Gino Cardio. Ich denke auch der Imre, wo er in den Strafraum dort reingeht, auch nochmal eine gute Situation, waren auch deutlich präsenter und deshalb glaube ich einfach, dass das insgesamt dann schon ein gerechtes Unentschieden mindestens war. Für uns geht der Weg weiter, wir sind eingestellt bis zur letzten Patrone, bis zum letzten Spieltag. Das war klar, dass wir brutal kämpfen müssen. Für uns war es wieder ein tolles Erlebnis für meine Jungs hier in so einer altehrwürdigen Kampfbahn mal auflaufen zu dürfen, unter so einer Kulisse. Und von der Seite nehmen wir den Punkt gern mit, auswärts, für uns immer gut und sollte uns weiter Selbstvertrauen geben und dann haben wir ein leichtes Spiel dann nächste Woche in Gladbach. Danke. Vielen Dank, Michael Lorenz, und habe ich jetzt KfC-Trainer Uwe Fecht um seinen Kommentar. Ja, guten Tag zusammen. Ja, ich sehe es eigentlich genauso wie mein Trainerkollege. Ja, wir wussten eigentlich, wir haben auch damit gerechnet und wir wussten, dass diese Mannschaft brutal schnell nach vorne ist, wenn wir Fehler machen. So ist das Tor dann auch passiert, was wir reinbekommen haben. Wollten eigentlich nicht in Rückstand gehen. Ich denke, die erste Halbzeit hat unsere Mannschaft das ordentlich gemacht, fußballerisch auch zu lösen. Die Situation haben die eine oder andere Chance halt liegen gelassen. Nicht konsequent und nicht mit dem letzten Willen, den man eigentlich braucht, wenn man um Abstieg kämpft, das Ding da reinzuhauen, mit dem letzten Meter noch. Zweite Halbzeit ist dann wirklich so gelaufen, dass wir nicht mehr ganz so zum Zuge kamen, dass sich Krei dann noch besser darauf eingestellt hat. Und ja, und dass Krei dann immer wieder gefährlich nach vorne mit den Nadelstichen sind, das wussten wir und das hat man auch den Mannschaft angemerkt. Dass er doch da in der einen oder anderen Situation dann unsicher wirkte, ein bisschen ängstlich. Im Grunde und Ganzen, sage ich mal, sind wir eigentlich jetzt mit dem Punkt zufrieden. Ja, erreicht mit Sicherheit nicht, war nicht das, was wir gewollt haben, aber im Nachhinein, wie so ein Spiel läuft und man hat ja gesehen, die Ergebnisse, die Krei in den letzten Wochen und Monaten erzielt hat, dass sie immer gefährlich sind, wenn man hinten nicht wachsam ist. Wenn man dann bedenkt, dass wir hinten Marvin mit 97er Jahren spielen gelassen haben, denke ich, war das in Ordnung von dieser Seite. Und jetzt müssen wir halt, wir sind noch über den Strich und können es aus eigener Kraft schaffen. Ja? Da wollen wir dran arbeiten, da wollen wir als Team weiter funktionieren und ja, bis zur nächsten Woche. Vielen Dank zuviel. Vielen Dank, Uwe Fecht. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Unentschieden, sind Sie wirklich zufrieden? Das kann aber nicht Ihr Ernst sein, oder? Ja, da bin ich ja bei Ihnen, da haben Sie recht, wir wollten schon gewinnen, da haben Sie recht, und das ist ja auch unser Recht. Aber im Nachhinein, wie sowas läuft, wenn man weiß, wie gefährlich drei nach vorne spielen kann, ja, da muss man wirklich nachher noch sagen, gut, dass man nicht das eine oder andere Ding reingekriegt hat. Dass man grundsätzlich nicht zufrieden sind im 1:1 zu Hause, im Kampf um Abstieg, das wissen wir auch. Aber wir wissen auch, was wir vor der Saison verkauft haben. Und das ist nicht das, was jetzt hier und auch Murat Salah auch draußen ist,
eigentlich noch denkt. Wir haben gesagt, wir kämpfen von Anfang an mit ehrlichen Mitteln, mit einfachem Fußball gegen den Abstieg, ja, mit wenig Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Und das hat die Mannschaft einfach toll gemacht. Wir stehen immer noch mit dem Strich, sind also komplett in der Zielvereinbarung drin. Hier vorne machen. Nee, ich wollte nur wissen, warum Murat Salahin jetzt mit weg hat. Okay. Ist damit beantwortet, oder? Weil Murat Salahin war noch draußen bei den Fans, hat mich eingeschickt. Gibt es noch weitere Fragen? Bitte schön. Michael Lorenz, wie hast du das Tackling an Erik Jacke in der zweiten Halbzeit gesehen? Aus seiner Sicht Elfmeter oder? Der Platz ist groß, also ich möchte mir nicht anmaßen, das detailliert da zu kommentieren. Klar, wenn man ein bisschen cleverer ist, ich denke jetzt in erster Linie an die Situation beim Emre, wo er in den Strafraum dort eindringt. Also ein cleverer Fuchs, weil ich einen Regisseur sehe, ich glaube, der nimmt den dankend an und lässt sich fallen. Ne? Also, wir hatten schon eine Situation Richtung Tor, das hat der Urfecht richtig erkannt und das ist unser Spiel. Ne? Also das haben wir auch wieder ganz ordentlich gemacht. Von der Seite her wollen wir aber bescheiden bleiben. Wir haben ja auswärts gegen KFC Uerdingen, die auch immer wieder für tolle Ergebnisse gesorgt haben, gerade in der Hinrunde und eine großartige Mannschaft haben, einen Punkt geholt. Also von der Seite sollten wir entspannt sein. Leichte Defekte hier an der Anlage. Gibt es noch weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein, dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Unseren Gästen aus Krai alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Würde mich freuen, Sie in 3 Wochen zum letzten Saisonspiel nochmal begrüßen zu dürfen. Zu Gast dann die U23 von Fortuna Düsseldorf. Bis dahin, schönes Wochenende noch, alles Gute, hier und euer KFC Uerdingen.